Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier bei dieser wunderschönen Musik in Hogwarts Legacy, hier mit Gareth Yanto McDowell, der ich denke, hier auch mal ein bisschen Trinkgeld geben wird, wenn das Spiel nicht laggt. Okay, hat funktioniert, sehr schön. Ja, nette Musik, ich weiß nicht, ob die genau von denen kommt, aber nette Musik, auf jeden Fall. Das ist ein cooles Instrument, richtig sogar, Leute. Cool, so, wir sind hier in Upper Hogsfield und bevor wir aber mit Dolphy Sprottle sprechen, nehmen wir diesen anderen Auftrag hier noch an, nämlich von Claire Beaumont, würde ich sagen. Ich kann kein Französisch, deswegen weiß ich nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ich konnte korrigiert mich gerne. Zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Claire Beaumont, Renrock, okay. Und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen, ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolph wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Dann stellen wir mal Fragen noch dazu. Wie kam ihr Bruder Bardolph nach St. Mungo? Ach, Bardolph hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolph standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Ja. Aber weiter. Die Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Dann kümmern wir uns darum und... Naja, das ist aber hoch, wenn ich verlasse, ist klar, was ihre Heimat ist wahrscheinlich. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt nicht fragen. Deswegen. Komm aufs Richtige. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Immer doch. Cool. Wir sollten nicht in Angst leben. Lange. Das ist unsere Heimat. Schau mal auf die Karte, wo das ist. Na, wie weit das entfernt ist von hier? Wir haben es gerade auch schon geklärt. Auszusehen. Das erste Mal nach dem Reinladen. Im Spiel dauert es immer echt lang, die Karte zu öffnen. Okay. Hier ist das Lager. Dann räumen wir die zwei Kobold-Lager. Ah, das ist das zweite dann. Die sind auch mal nicht extra markiert, sprich, die sind so Special-Mails dann für die Quest wahrscheinlich eingerichtet. Hier sind auch noch zwei Schatzgewölbe. Ja. Noch eins? Jetzt Straßenköder versteckt. Okay. Ja, ich hab Bock auf das Ganze. Die Lage verschlimmert. Also auf die andere Quest. Ich sehe mich besser vor. Uiuiui. Das Spiel wird besser wieder echt ruckelig. Ich laufe mal nicht so schnell und selbst das. Zockt teilweise für FPS-Einbrüche. Klar, mein PC, schrecklich Laptop, ist überhaupt nicht der geilste, aber uiuiuiuiuiui. Das ist selbst für meine Verhältnisse jetzt echt viel gewesen. Naja, hoffen wir mal, dass es jetzt hier nicht so schlimm ist. Na, darüber wollte ich jetzt nicht rüber. Uiuiuiuiui. Also, ist überhaupt nicht gut. Revelio. 1, 2, 3, 4. Geht halt nicht dazu. Das sind 3. 3 Dudes, okay. Ja, ich würde sagen, den töten wir mal so. Ja, wir warten mal bis... Ah, wieder da ist. Macht doch Spaß. Und mit der Scandal soll man drin. Ich würde gerne was sehen. Oh.
So. So. So, ich glaube, das war's. Ein Anhänger weniger, Renrock. Ein Lager erledigt, eins übrig. Gut. Schauen wir mal, ein paar Sachen fliegen hier bestimmt noch rum. Ja, können wir den Feuer machen. Rebellion. Hier ist nichts drin, auf jeden Fall. Gibt's hier im Lager irgendwas? Nee, scheint nicht der Fall. Ja, dann ziehen wir weiter. Und suchen das zweite Lager auch noch auf. Ja, vorne ist es schon. Wir gehen mal hier und schleichen rein. Das wird helfen. Können natürlich auch mit Betriffiges Totales ausschütten. Das können wir versuchen. Erinnert mich an damals, als ich in Gringotts fast aus einem Wagen gefallen bin. Heute wollte ich nicht mehr rausfallen. Hier ist auch ein Ort der alter Magie. Lumos. Oh, tschüss. Oh, mein. Ruhe bei dem. Wer ist an den Tod reingekommen? Das war ja aus. Das war erbärmlich. Die Kunde kämpft ja. Das ist ein Verdauer. Du kommst. Ui. So. Nimm mal, du machst keinen Scheiß mehr. Der ist weg. Okay. Ach, mit Zucker, wir kriegen ihn da. Sehr schön. Ich glaube, es war's auch mit diesem Lager. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Hier ist nichts. Oder? Revelio. Nö, schade eigentlich. Cool. Aber mich interessiert das da hinten. Hier ist ein Ort, Alter. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Komm, ich komme hier rein. Bin gespannt. Da wollen wir was plündern. Nee. Hier kommen wir nicht weiter. Wir brauchen irgendwas, um da reinzukommen. Rebellion. Ich habe immer jede Menge Sachen. Das ist das Zeichen alter Magie. Aber irgendwie reinkommen. Vielleicht finden wir einen Eingang von einer anderen Seite. Was? Ist das Ding wieder da? Nö, ist nicht. Rebellion. Es wird schwer nach. Hier ist was. Jetzt können wir was mitnehmen. Hallo, bewegst du dich bitte, Gareth? Ah, wieso schwer so dunkel? Fällt mir gar nicht.
Sorry, aber ich hasse das Licht jetzt nicht mehr. Wir werden jetzt hier warten. Gar keinen Bock drauf. Soll also Tag werden? Ich hoffe doch. Aber wir kommen hier rein. Nö. Nö. Ja, hier sind Sachen. Kann ich den noch machen? Nee. Eigentlich nicht. Gibt's auch nichts. Haha. Können die Sachen hier auch nicht hochfliegen lassen? Schade, schade. Wieso wird es nicht hell? Ich dachte, ich habe auch gesagt, dass es hell wird. Komisch. Und irgendwie verstehe ich nicht, wie wir hereinkommen sollen. Rebellion. Ich sehe keine Schalter. Oder sonst irgendein... Das da oben ein Hinweis. Was ist das da oben? Ich weiß es nicht. Lumos. Ja, dieses Tor, wir kriegen es nicht auf. Hier ist diese Kette. Keine Ahnung, können wir die... Nein, das wollte ich nicht weiter. Da klappt auch nichts. Weiß nicht, was es zu tun gibt hier. Ich bin überfragt. Wir kehren zurück. Zu der anderen. Aufgabe. Bringen wir die Quest heim. Wald oder Hain wahrscheinlich mehr. So, einmal auch darüber und ab nach Aparoxim zurück. Jetzt sind wir 100 pro noch in der Nacht drin. Schade, da war wahrscheinlich noch nicht Abend und hatte einfach noch nicht Nacht, als ich vorgespult habe. Wir müssen das Ganze zweimal machen. Upper Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Brockle? Weiß ich nicht, aber wir müssen zuerst zu Claire zurück. Ich vermisse das Claire. Beschäftige Treiben. Die armen Kunden. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Ich habe sie einfach überrascht. Das ist tatsächlich so. Sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen sie? Schauen wir mal. Danke vielmals. Okay, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir alles überhaupt nicht. Aber wir haben Sachen, die wir verkaufen können, eventuell. Wir müssen uns auch ein bisschen auch ausrüsten. So, können wir das hier verkaufen schon mal? Wunderbar. Das verkaufen wir. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Von alte schlechte Ausrüstung, die wir dabei haben. Na dann. Ja, der ist schon schlechter. Gut, die zwei sind besser, die rüsten wir aus und die müssen wir noch identifizieren zuerst. Ich danke für den Besuch. Hirschkopf-Dekoration. Oh, das hört sich cool an. Wir sind fast 25. Okay, dann einmal ins Inventar. Und dann schauen wir uns diese beiden Sachen an. War das ein. Oh, das war kein Hut, natürlich nicht. Halsbekleidung aber war dabei. Ja. Also sind beides Halsbekleidungen. Sieht aber echt hässlich aus. Ja, der gefällt mir, der grüne Schal. Müssen wir den hier nur finden? Hier ist er.
Der ist ganz nett. Gut. Dann scheint es auch so, als hätten wir beide Sachen gefunden. Hier noch der Hirschkopf. Gut. Mir fehlt wahrscheinlich so ein XP dafür gefühlt. So, dann kriegst du. Wonach suchen Sie genau? Jetzt von mir noch diesen Wert und das hier, was wir aufwendig verbessert haben, aus Instant wieder schlechter ist. Ich danke für Ihren Besuch. Gut, jetzt dann. Nee. Sorry, aber ich warte jetzt nochmal. Na, ja, das war diese Art alte Magie hier, die wir gefunden haben. Und das Leopold Babcock. Okay. Ein Händler offenbar. Hier sind Bauderriester, lila Krönig und haben wir gesehen. Ja, dann machen wir das nochmal. Bis es hoffentlich Tag wird. Ja, sehr schön. Jetzt wird's morgen. Das ist ein Morgengrauen. Cool. Und dann gehen wir jetzt zu ihr. Hatten wir das von dem Meditieren von, von dem Witcher. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Na dann. Verzeihung, haben Sie gerade Bard of Beaumont erwähnt? Verzeihung, haben Sie gerade Bardolph Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolph, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Das haben wir schon geklärt. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Bedauerlich. Ich hätte gedacht, dass er die schwarze Magie komplett aufgeben würde, wenn Renrocks Lager beseitigt wurde. Schau mal. Warum sollte Bardolph sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Okay. Könnte Bardolph nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolph hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Ich bin noch ein bisschen verwirrt bei der Geschichte gerade. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie... kriegen also hier noch eine weitere Aufgabe. Und ja, noch die andere Aufgabe, die aber... Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, sie zu besuchen. Die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Ich hab welche. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ja, wir haben ganz viele da. Da, genau. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Interessant. Weiß nicht genau, wie man die sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Nee, das interessiert mich jetzt echt tatsächlich nicht. Dann schreiben wir den Briefen, waren Briefe drin. Wow. Ja gut, reicht das. Danke, Mrs. Sprottle.
Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Warum sich auf, wie sie so langsam spricht. Die Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Wir haben auch schon welche dabei. Verzeihung, Mrs. Brottle. Gibt es etwas Neues zum Verschwinden von Bardolph Bowmont? Nein. Ich habe mit Claire gesprochen. Sie ist immer noch um ihren Bruder besorgt. Das hast du gerade nicht, aber ja. Zuletzt wurde er mit einem von Victor Rookwoods Leuten auf dem Weg in den Wald gesehen. Okay, gibt's keine neuen Infos. Ja, werden uns da wohl mal auf den Weg machen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Aber hier drüben ist eine Höhle, die das Ding nicht. Ah, und jede Menge Inferis. Ups, ich wollte eigentlich runter. Ausweichen wäre besser gewesen. Ah, ich bin gestorben. Ja, so schnell passiert das Ganze. Im letzten Checkpoint starten, okay. Das Ding haben wir ja noch nie. Letzter Checkpoint. Da, wo wir den Kampf begonnen haben, vielleicht. Wahrscheinlich jetzt da, wo wir die ganze Aufnahme für die Katze. Mal schauen. Interessanter Hinweis an der Seite. Ist die Frage, wie Boden jetzt hier definiert wird. Ob das heißt unter 1000 Kilometern oder so unter 20 Metern. Das ist also mit Checkpoint gemeint. Der ist weg. Will halt eigentlich nicht runter, aber ausweichen. Erstmal gegen ihn rollen. So. Oh yeah. Wir haben sie alle getötet. Stark. Dann Schloss auf Stufe 3. Auch gut. Schätze ich, wie kommen wir jetzt aufgestiegen, oder? Müssen wir natürlich nicht. Das ist ein Lager da oben. Oh, Flohfliegen. Ja, Flohfliegen. Nehmen wir natürlich mit. Lieber zu viel als zu wenig. Und hier sind ja auch noch ganz viele andere Kräuter. Okay, das ist endlich das Flohfliegen durch. Jetzt noch Pilze. Und noch mehr Flohfliegen. Nice. Kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Dann werden wir das wohl ein anderes Mal machen müssen, das Lager. Müsst ihr auf der Karte eingezeichnet bleiben. Gegner voraus. Ein Wilderer und sein Straßenköter. Gut. Jetzt sind wir 25. Tja, mega Powertank. Sind wir wieder voll. Raus aus unserer Tarnung. So, noch weiter. Mal schauen, wo uns die Festmarkierung hinführt. Alles sehr, sehr düster aus. Mehr Spiders.
Diese Spiders? Ja, wahrscheinlich. Echt auch so killen. Jo. Das ist schon ein nice Kombi. Dachten wir gerade schon, dass eine hinter mir rauskommen wird. So. Ich glaube, das war's. Dass du eine Riesenspinne bist. Rebellion. Hier ist was. Und da ist noch zwei Sachen. So. Na. Willst du nicht mitkommen, Fangzahn? Damals Spiel ist ein Fangzahn. Und ist der dir so rausgeploppt? Können ja auch versuchen, ob wir ihn dazu kriegen. Nee. Dann bleibt er halt da. Da ist noch der andere. Den kriegen wir mal hin. Nee, wir sind nicht. Eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe, hier in diesen Spinnenbau reinzugehen. Muss ich schon so sagen. So. Jetzt mal hier rüber. Und laufen daneben weiter. Da vorne ist es soweit. Zerteil ein wilderer Duell bei der Wirkung von Reduktor. Wir haben keinen Reduktor. Richtig? Nintendo. Hier, das müsste Reduktor sein. Nee, ist Bombarder. Ich habe keinen Reduktor, oder? Sorry, was du da hast, ist einfach der Super. Alte Magiewurf. Magie. Oh, das ist Zauber. Nur wir haben keinen Reduktor. Wir haben keinen Reduktor, oder? Bindu. Filiamos. Skendo. Pulso. Ah, okay. Wir haben keinen Reduktor, aber okay, cool. Schwarz-Weiß denken. Lass hier. Niemand. Schleichen liegt dir wohl nicht so, oder? Was? Komm gerade leider nicht an ihn ran. Aber ihr könnt mich alle nicht sehen. Ich bin auch zu krass für euch. War das? Stille lässt mich Dinge. So. Jetzt bist du zu weit gegangen. So, ausweichen. Okay. Die ist auf jeden Fall weg. Hier ist doch eine Truhe. Nice. Wer ist nicht da? Okay. Da, ein paar Belohnungen. Hier ist noch eine Truhe. Kontrolle 3. Hört sich nice an. Das heißt, wir haben damit auch immer das Lager hier geklärt. Und hier gibt es einen weiteren Punkt, den wir freischalten dadurch. Oh, wo sind wir denn jetzt gerade ungefähr? Eingang zum Sumpf an der Nordfront. Okay. Und hier soll sich auch Ding verstecken. Okay. Schon das war wie kommen wir erst Vipendo und dann Descendo. Ja, aber so gehen wir auch da. So.
Nice. Ja, noch ein bisschen Geld rum. Ich war Rebellion. Hier ist eine Truhe. Und hier sind ganz viele Steine. Okay. Und dann aktivieren wir mal unsere Ding hier, bevor wir reingehen. So, ich sehe gerade schon, dass wir eigentlich voll jetzt am Überziehen sind. Ups. Demnach beende ich jetzt an der Stelle die Folge. Wir machen dann das hier das nächste Mal dann. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, schreibt mir das Ganze auch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.